Hallo und herzlich willkommen zu meiner Qualifikation zum Kommentator des Jahres 2015. Erstmal sehen wir hier ein Gameplay von mir erspielt nach 2-monatiger Pause von der Xbox. COD Ghost, Wettrüsten auf Flutet. Ja, auch Unterwasser-Action gibt es, finde ich immer ziemlich cool. Ich bin Bastian, bin 19 Jahre alt, wohne jetzt seit 2 Monaten in Niedersachsen. Ja, und eigentlich bin ich Let's Player. Kein Kommentator, so wie ihr wahrscheinlich alle seid. Aber ich habe gedacht, ich traue mich mal daran. Habe ja 2, 3 Kommentare schon gemacht. Mit dem lieben Illist auch schon zusammen. Da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt. Habe auch sonst schon ziemlich viele Let's Vorstells gemacht. Die liefen ab wie Commentaries. Also ich habe die Leute interviewt, die ich vorgestellt habe. Und dadurch kam es dann auch zum Commentary. In ja nicht eigentlichen Sinne, aber im Endeffekt war es ein Commentary. Ich bin Zock aus Leidenschaft. Und ja, ist glaube ich jeder von euch. Dadurch kommen halt so coole Videos zustande. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen was zum Wettbewerb sagen. Den finde ich erstmal ganz cool. Weil so werden wir dazu angeregt, bessere Videos zu machen, das Maximale aus uns rauszuholen. Natürlich werden sich viele ja erstmal verhalten, ein bisschen Konkurrenzkampf, aber das pusht natürlich den Ehrgeiz noch mehr. Ich glaube aber auch, dass ziemlich viele coole Duel-Partner zustande kommen, dadurch, dass man sich besser kennenlernt, ein bisschen mehr Feedback geben kann für die anderen, weil davon lebt ja die ganze Commentary-Szene von Feedback, beziehungsweise alle YouTuber leben von Feedback, damit sie sich auch verbessern können. Weil selber etwas einzuschätzen ist immer schwer, Eigeneinschätzung liegt meistens falsch und deshalb Feedback immer wichtig und davon nähren wir uns ja, wie ich finde. Also ich bin immer auf Feedback angewiesen und möchte auch immer viel Feedback haben, egal ob positiv oder negativ. Kritik ist für mich sehr, sehr wichtig. Natürlich kriegen die kleineren YouTuber mehr Publikum, dadurch, dass sie auch mehr Promotion machen müssen, um die Likes zu generieren, die man braucht, um weiterzukommen in die nächste Runde. Da sehe ich halt ein Problem, dass Leute mit weniger Abos weniger Views bekommen und weniger Likes bekommen. Ja, aber das wird sich zeigen, wie das dann irgendwie prozentual vielleicht ausgerechnet wird, würde natürlich mich freuen, weil ich habe auch nur 156 Abonnenten. Ist auch nicht die Welt, aber ich bin stolz auf diese 165 Abonnenten. Und ja, mal schauen, wie das ausgerechnet wird. Wo ich mich freue, ist diese Anerkennung, die wir uns wahrscheinlich geben werden, gegenseitig, für die Videos des jeweiligen anderen. Weil, ja, das wird ganz cool, weil ich denke, also ich bin jemand, der, wenn ich wirklich ein cooles Commentary sehe, und dann schreibe ich was in die Kommentare, gebe dem Feedback, wo wir da beim Feedback wären, und erkenne das völlig an. Ja, und gib auch Tipps und Tricks da, wo ich kann, zum Thema Sound und so weiter. Und wir stecken natürlich auch jeder viel, viel Geld, Zeit und sehr viel Mühe rein in unsere Videos. Wenn ich überlege, Capture Card, Konsole, Mikrofon, ist alles ultra viel Geld, für das wir da reinstecken. Und dafür Anerkennung zu bekommen, auch für die Mühe, die wir da reinstecken, finde ich, ist selbstverständlich. Warum ich gewinnen sollte? Ich sollte gewinnen, weil ich nicht nur Commentaries mache, weil ich einfach ein Allrounder bin. Ich mache ja grundsätzlich Let's Plays von irgendwelchen Spielen, die mir gefallen. So, ich bin nicht der, der auf die breite Masse hört. Ich spiele das, was mir Spaß macht. Jetzt werde ich zum Beispiel mit Minecraft anfangen, weil es mir im Moment Spaß macht. Früher habe ich voll auf Battlefield geschwört. Spiele ich gar nicht mehr so viel. Mal schauen, ob sich das jetzt wieder regelt, jetzt wo ich Internet wieder habe. Ja, einfach mal abwarten so. Deswegen, weil ich halt einfach das durchziehe, was ich möchte, natürlich auf die Kritik höre, aber immer noch das mache, was mir Spaß macht und mich nicht irgendwelche Spiele aufzwingen lasse. Andererseits sollte ich gewinnen, weil ich sehr lustig bin, wie ich finde. Da sind wir wieder bei der Eigeneinschätzung. Aber ich höre ja öfters mal, dass ich ganz lustig sein kann, wenn die Witze nicht zu flach sind von mir. Aber auch, weil meine Stimme dafür geeignet ist, wie ich finde. Ich soll jetzt noch ein Hörbuch vertonen. Und ja, mal schauen, wie das so wird. Weil ich meine Stimme auch sehr markant finde. Sie ist sehr tief für mich. Dann gibt es bei mir auf dem
Kanal, beziehungsweise in den Commentaries, failige Gameplays. Das Gameplay, was ihr gerade seht, ist nicht so failig, bis auf jetzt die Runde mit dem Messer. Da habe ich ein bisschen verkackt, weil ich coole Gäste habe. Ich hatte den Soul Reaper Good schon da, den Illist schon da und ganz viele andere kleinere YouTuber in meinen Let's Vorstells, die immer wieder Spaß machen. Und dazu möchte ich euch auch einladen, mich anzuschreiben und sagen, hey, ich hätte gerne Let's Vorstell. Wie das abläuft, könnt ihr euch ja mal bei mir in den Videos angucken, beziehungsweise unten in der Playlist bei mir auf dem Kanal. Da werde ich euch ein paar Fragen stellen, das werde ich dann mit dem Gameplay zusammenschneiden und da wird auf jeden Fall was zusammenkommen und ich hoffe, ihr werdet damit genauso viel Spaß haben wie mir. Ich möchte natürlich jedem YouTuber helfen und ich hoffe auch, dass ihr mir helft, weil ich brauche die Hilfe natürlich auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hau da rein!